Ja, und wir blicken zurück auf einen intensiven Vormittag des Kennenlernens, des Netzwerkens zwischen ukrainischen und deutschen Kunst- und Kulturschaffenden. Und wir haben bereits einige sehr eindrückliche Augenberichte gehört, gesehen. Wir hatten Zuschaltungen aus Kiew und haben eben gehört, wie unter schwierigsten Bedingungen trotzdem schon gemeinschaftliche Projekte zwischen Deutschland und der Ukraine beziehungsweise zwischen deutschen Künstlern und Kultur und ukrainischen Künstlern und Kulturschaffenden zustande gekommen sind, die sie angestoßen haben. Und ich möchte ganz kurz zitieren, was Frau Berg zu Beginn gesagt hat und was sie selber auch zitiert hat, nämlich: Alles, was zugunsten der Kultur aufgebaut wird, entkräftet den Krieg. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, unter diesem Motto steht auch ein Stück weit unsere heutige Veranstaltung. Und deswegen sind wir zusammen, den Krieg auch ein Stück weit gemeinsam zu entkräften. Und nun kommen wir gleich zu unserem Podium, das wir betitelt haben: Ukrainische Kunst bei uns. Was geht da? Was geht? Und was geht uns das an? Und auf dem Podium wollen wir eben nicht nur die Fragen der kulturellen Identität in diesen schwierigen Zeiten thematisieren, sondern auch, wie konkret Unterstützung aussehen kann oder wie sie auch vielleicht wünschenswert wäre. Und ich kann Ihnen versprechen, wir haben heute Morgen schon jede Menge Ideen dazu gesammelt. Es sind auch schon Anregungen gekommen, die wir dann aufgreifen werden. Und natürlich ist es auch die Politik, die immer wieder Weichen stellen wird. Und hier in Baden-Württemberg wurden sie gestellt mit dem Projekt der Kulturhilfe Ukraine. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das zusammen hier organisieren konnten mit diesem Projekt, das eine wichtige Anlauf- und Vernetzungsstelle geschaffen hat. Und von uns aus wäre es eben auch sehr wünschenswert, wenn diese Stelle auch zukünftig diese Unterstützung leisten könnte. Nämlich, sie haben Menschen Kraft gegeben, weiterzumachen. Und sie haben viele Menschen miteinander vernetzt. Und das war ein wichtiges Element, das haben wir heute Morgen schon sehr deutlich gesehen. Und ich denke, alle in diesem Raum haben auch den Wunsch der Kontinuität und der Nachhaltigkeit, dass das weitergehen möge. Und ich kann Ihnen von uns aus, von der Akademie, versichern, dass wir auch an diesem Thema weiterarbeiten werden. Vielleicht so viel nur erstmal als Einführung. Und ich freue mich zunächst gleich, Frau Tschoch zu begrüßen hier, die Leiterin des Instituts für Auslandsbeziehungen, und wird Ihnen gleich das Wort geben und danach der Landtagspräsidentin Frau Muterem Aras. Die werden ebenfalls Begrüßungsworte zu uns sprechen. Und vielleicht nur kurz als Hintergrund, dass sie die erste Landtagspräsidentin mit Migrationsgeschichte und überhaupt als erste Frau in diesem Amt in Baden-Württemberg sind. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle im Saal wissen. Bitte schön, Frau Tschoch. Ja, herzlich willkommen in unserem Haus. Ich bin sehr froh, so viele von Ihnen, von euch hier zu sehen heute. Ich freue mich über die Zusammenarbeit auch mit der Akademie in Bad Boll. Das ist schön zu sehen. Kultur und Internationalität, das steht im Herz der Arbeit des Instituts für Auslandsbeziehungen. Deswegen war für uns sonnenklar, als wir den Anruf des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst erhalten haben im Februar, ein Programm aufzusetzen, das Vernetzung schafft zwischen ukrainischen Menschen, die tätig sind in der Kunst und Kultur, und Organisationen in Baden-Württemberg, die selbiges tun, um diese zu vernetzen nach dem Kriegsausbruch, nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und so haben wir dieses Programm aufgesetzt. Das sind jetzt 9 Monate, die wir an der Vernetzung arbeiten, an den Matchings. Es sind super viele Verknüpfungen entstanden. Darüber freue ich mich. Ich freue mich, dass Sie hier da sind. Ich habe gehört, dass Sie auch schon ganz gut im Flow sind, weil Sie schon einige Stunden hier zusammen gearbeitet und gesprochen haben. Das ist wunderbar. Ich wünsche mir auch, dass diese Vernetzungsarbeit weitergehen kann. Ich glaube, dass der Bedarf weiterhin da ist. Ist ja irgendwie leider so. Aber gleichzeitig ist es auch eine gute Chance, noch weiter, noch enger in Kontakt zu bleiben und auch gegen den Krieg zu arbeiten, wie wir es gerade gehört haben.
Ja, und damit nochmal herzlich willkommen von Seiten des IFA. Vielen Dank an Larissa Katschenko und ihr Team für die großartige Arbeit, die sie leistet, sie auch andere Gesichter im Raum. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt Muthem Aras. Ja, super, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Tschoch, liebe Gäste, erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung Ihnen beiden und schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sehr geehrte Frau Sinja Danko, Frau Fischer, sehr geehrter Herr Beck. Ich freue mich, dass mein Kollege Herr Jukow aus dem Landtag hier ist. Es ist ja wichtig, die Vernetzung Politik und Kulturschaffende. Liebe Gäste, vor wenigen Wochen wurde der Musiker und Schriftsteller Sergei Zadan mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In seinem Buch »Der Himmel über Charkiw« schreibt er, ich zitiere, »Selbstverständlich ist das Menschenleben das Wertvollste. Aber was ist der Sinn des Lebens ohne Museen, Theater, Bibliotheken und Buchhandlungen?« Meine Damen und Herren, Kultur bittet und schafft Heimat. Die Institutionen der Kultur in der Ukraine stehen wortwörtlich unter Beschuss. Menschen verlieren nicht nur ihr Zuhause, sie drohen auch, ihre kulturelle Heimat zu verlieren. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist nicht nur ein Krieg um Land- und Einflusssphären. Die Zerstörungswut von Wladimir Putin richtet sich gegen die Ukraine als eigenständige Kulturnation mit vielfältigen regionalen Identitäten, einer eigenen Sprache, einer eigenen Literatur, einer eigenen Musikgeschichte. Und was geht uns das an? Diese Leitfrage des Nachmittags lässt sich aus meiner Sicht ganz klar beantworten. Die Werte der ukrainischen Kultur sind europäisch. Auch darum geht es bei diesem schrecklichen Krieg. Es ist ein Krieg von Nationalismus und Autokratie gegen die humanistische Tradition Europas. Die Raketen und Drohnen Putins zielen auf die Menschen und die Infrastruktur der Ukraine. Aber der Terror zielt auf ganz Europa. Und er hat im Kern eine kulturelle Dimension. Die russische Propaganda hat den Krieg vorbereitet mit dem Narrativ, Europa sei dekadent. Vielfalt, kulturelle Offenheit und individuelle Freiheit mache es schwach. Eine Ukraine, die nach Europa strebt, ist nach dieser Leseart sowohl leichte Beute als auch verlorener Sohn, den man vor der verderbten Kultur des Westens schützen müsse. Nach 9 Monaten Krieg sehen wir nun, was der Kreml als dekadent und schwach bezeichnet, hat sich als sehr stark und sehr mutig erwiesen. Was mächtig und furchteinflößend erscheinen sollte, hat sich schlichtweg brutal und zynisch herausgestellt. Wir verteidigen in diesem Kulturkampf unsere gemeinsamen europäischen Werte, wenn wir einen Beitrag leisten, dass ukrainische Kulturschaffende bei uns nicht Flüchtlinge werden, sondern SchriftstellerInnen, MusikerInnen und KünstlerInnen bleiben können. In einem Interview hat das der Friedenspreisträger Zadan auf den Punkt gebracht. Ich zitiere, bei der Kultur geht es nicht nur um Unterhaltung, sie ist viel mehr als das. Wenn unsere Künstler und Dichter still bleiben, gibt es keine Stimmen für die Ängste, die wir Ukrainer im Moment mit uns herumtragen. Zitat Ende. Diese Sichtbarkeit ist auch für uns in Deutschland enorm wichtig. Sichtbarkeit stärkt Solidarität. Sichtbarkeit stärkt unsere Abwehrkräfte gegen das Kalkül des Kremls, nämlich, dass Europa einknickt, wenn die wirtschaftlichen Unannehmlichkeiten längere Zeit spürbar sind und das große Bild im öffentlichen Bewusstsein zu verwaschen droht.
Der kulturelle Austausch schärft das Bild nachhaltig. Kultureller Austausch führt uns vor Augen, dass wir europäische Werte dann am besten verteidigen, wenn wir Europa als gemeinsame kulturelle Heimat begreifen. Viele Initiativen und Institutionen haben dazu in den vergangenen Monaten einen unglaublich wichtigen Beitrag geleistet. Ich bin sehr froh, dass in meiner Heimatstadt Stuttgart die ukrainische Kultur sehr präsent ist. Im Kammertheater läuft gerade das Stück Gorkis Mutter von Lena Lagusch-Honkova, Trägerin des diesjährigen Europäischen Nachwuchsdramatikerinnenpreises, und auf die Bühne gebracht hat es ein ukrainisches Team. Im Theaterhaus lädt die Taz Panther Stiftung am 6. Dezember zu einer Lesung aus dem Buch Krieg und Frieden. Medien- und Kulturschaffende schreiben darin in Form eines kollektiven Tagesbuchs über die Auswirkungen des Krieges und ihren Umgang damit. Das sind nur zwei Beispiele. In der Region und im Land finden sich viele weitere, auch dank der Mitwirkenden des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen allen und uns als Gesellschaft, dass die Vernetzung untereinander eine nachhaltige Entwicklung in Gang bringt. Eine Entwicklung, die in Deutschland das Bewusstsein vertieft, dass die Ukraine ein Teil Europas und unseres gemeinsamen Kulturraums ist. Eine Entwicklung, die die Basis legt für künftige Kooperation und Partnerschaft beim Wiederaufbau der Ukraine. Eine Entwicklung, die die europäische Idee in der Ukraine noch tiefer verankert. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Darf ich fragen, ob Frau Christine Fischer schon im Raum ist? Sie wäre die fünfte auf dem Podium und ist. Da kommt sie. Wie gerufen. Herzlich willkommen. Frau Fischer, guten Tag. Hallo. Ja, damit ist unser Podium voll besetzt. Wir werden uns jetzt etwa für eine Stunde, so haben wir es untereinander auch abgesprochen, austauschen über die Frage, was können wir tun, was kann hier getan werden von Seiten der kulturellen Szene, der Kulturschaffenden im Land, aber vor allem auch, was kann getan werden von Seiten der Politik und welche Bedarfe gibt es auch. Frau Arras hat einiges schon anklingen lassen. Und hat auch betont, wie wichtig die Rolle der Kultur ist, um den Krieg einzuhegen und möglichst dann auch zu beenden und dann wieder eine blühende, aufblühende Kulturlandschaft zu schaffen, auch in der Ukraine, mit Hilfe vieler anderer, die an einem Strang ziehen. Dazu wollen wir hier einen kleinen Beitrag leisten. Wir haben uns diese Stunde so gedacht, dass wir uns zunächst, wir Moderierenden, uns noch mal kurz vorstellen, dass wir dann Sie drei auf dem Podium, die Mitdiskutierenden, vorstellen. Vielen Dank. Dass Sie dann selbst kurz Gelegenheit haben, etwas aus Ihrer derzeitigen Situation zu sagen und dass wir dann ins Gespräch kommen miteinander zu einigen Fragen, die Sie zum Teil auch schon vorher zugestellt bekommen haben. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Hans-Ulrich Gehring. Ich bin Studienleiter in Bad Bolland der Evangelischen Akademie und bin in der Akademie für die Bereiche der Theologie, des interreligiösen Gesprächs und dann aber eben auch für Fragen der Kunst und der Kultur, auch der Kulturpolitik zuständig. Dementsprechend werde ich aus dem Hintergrund meines Ressorts Ihnen auch einige Fragen in dieser Runde stellen. Ja, mein Name ist Carola Hausotter. Ich bin, wie ich mich ja schon vorgestellt hatte, ebenfalls Studienleiterin und für die Themen Friedensethik und Transkulturalität, vor allen Dingen also die internationalen Bezüge,
rechtliche und politische Fragen. Und insofern denken wir, dass wir uns da ganz gut ergänzen. Dann darf ich jetzt Sie beide zu meiner Rechten ganz kurz vorstellen. Es gäbe viel zu sagen. Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich kurz fasse. Zu Ihnen beiden. Zunächst zu Ihnen, Frau Natalka Sniadanko. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, an diesem Podium teilzunehmen. Sie sind in Lviv in Lemberg geboren und haben dort bis vor einiger Zeit auch gelebt. Sie haben dort auch studiert, aber nicht nur, sondern Sie waren auch in Freiburg im Breisgau, also hier im Ländle in Baden-Württemberg zum Studieren. Sie sind tätig als Schriftstellerin, als Journalistin, als Übersetzerin. Sie haben mehrere Romane veröffentlicht, einige sind auch übersetzt. Ihr Debütroman Sammlung der Leidenschaften ist in vielen Sprachen inzwischen übersetzt und manche andere Veröffentlichungen auch. Sie schreiben als Journalistin unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und übersetzen Werke bedeutender deutschsprachiger Autoren ins Ukrainische. Viel wäre von Ihnen zu sagen. Sie arbeiten derzeit aber eben nicht in Lemberg, sondern in Marburg, Marbach am Literaturarchiv, Entschuldigung, und zwar als Writer in Residence, sind aber trotzdem tätig in Verbindung mit der Ukraine, versuchen nach Kräften Hilfslieferungen zu organisieren und unterstützen die Menschen, die sie dort kennen. Ich möchte ein Zitat von Ihnen anklingen lassen, das ich gefunden habe auf der Seite des Literaturarchivs. Es gibt, sagen Sie, die ukrainische Identität, aber sie ist eben heterogen und darüber würde ich gerne nachher mit Ihnen auch noch sprechen, auch in dieser Runde. Dann darf ich Sie vorstellen, Frau Christine Fischer. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und nach einigen Wirren und Hindernissen jetzt auch einen Parkplatz gefunden haben und hier jetzt Platz nehmen konnten. Sie sind Intendantin von Musik der Jahrhunderte und sind seit 2014 künstlerische Leiterin des Festivals Eklat, das uns seit vielen Jahren und Jahrzehnten inzwischen schon mit wunderbaren Aufführungen neuer Musik erfreut. Sie haben viele verschiedene musikalische Netzwerke initiiert und leiten oder koordinieren zahlreiche Projekte, unter anderem das Festival Zukunftsmusik. Kulturpolitisch sind Sie auch aktiv, beratend, vortragend in vielen Bereichen, auch in Beiräten und Jurys. Für Ihr Engagement für Kunst und Kultur in Deutschland und Frankreich, gerade in dieser Beziehung, wurden Sie sogar geehrt vom Kultusministerium Frankreichs. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und vielen Dank, dass Sie auch hier sind. Sie haben viele Verbindungen in den osteuropäischen Raum seit Jahren und Jahrzehnten. Auch dazu würde ich Sie nachher gerne befragen oder wollen wir Sie gemeinsam hören. So viel zu Ihnen beiden. Ja, ich darf den Herrn Jukow begrüßen. Sie sind Landtagsabgeordneter, also gar nicht weit von hier tätig, aber kommen aus Ulm. Sie sind von dort Abgeordnete hierher, engagieren sich in den Bereichen Umweltschutz, Klimaschutz, Energiepolitik und Verkehrswende waren starke Themen. Aber eben, Sie sind eben auch Sprecher für studentische Belange und akademischen Nachwuchs und Sprecher für Bahnpolitik. Auf Ihrer Website finden wir aber auch natürlich Europa und Internationales. Und ich denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, Sie bringen also viel persönliche Geschichte mit in diese Diskussion. Nämlich, Sie sind ukrainischer Abstammung, jüdischen Glaubens und in St. Petersburg aufgewachsen. Also vereinen doch einiges in einer Person, was sicherlich spannend wird für die heutige Diskussion. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dann würde ich gerne mit Ihnen beginnen, Frau Sniadanko, und nochmal anknüpfen ein bisschen an das, was ich eben anklingen habe lassen. Sagen Sie doch vielleicht aus der Fülle dessen, was Sie im Moment bewegt, was beschäftigt Sie im Blick auf die ukrainische Kultur im Moment besonders? Kurze Antwort lautet alles.
ja, weil die Kultur, die ukrainische Kultur explizit ist nicht nur vom Krieg unmittelbar bedroht, denn Informationskrieg und den Angriff auf die ukrainische Kultur erleben wir schon seit vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten. Und das, was jetzt passiert, sind eigentlich schon Folgen von diesem Informationskrieg und von diesem Propagandakrieg und von diesen Versuchen, ukrainische Kultur als solche zu vernichten. Und deswegen beschäftigt mich alles, vor allem das Überleben, die Nachhaltigkeit, was wir überhaupt noch, was überhaupt bleibt nach diesem Krieg, wer überhaupt bleibt, ob wir noch Kulturschaffende haben, die tatsächlich weitermachen können, ganz direkt, die überleben und auch diejenigen, die psychisch imstande sein werden, weiter zu schreiben. Schon erwähnten heute Sahih Jadan meinte auch als Antwort auf die Frage, ob er jetzt schreibt und was er jetzt schreibt, gesagt, man kann aus dem Blut keine Worte machen. Das gehört sich nicht im Krieg. Und so geht es vielen heute und so wird es noch lange vielen gehen. Und deswegen ist das natürlich eine riesige Frage, was machen wir, was bleibt. Von anderer Seite habe ich gestern Abend und die halbe Nacht mit meiner Lektorin korrespondiert, die gerade meine letzte Übersetzung lektoriert. Und das sollte in der Nacht und Vormittag sein, weil in Lemberg Stromausfälle gibt und wir müssen da uns austauschen, wenn es geht und nicht, wenn wir Zeit haben, da Lust haben oder Möglichkeiten haben. Und das ist für mich jedes Mal wie eine Stimme aus Jenseits, dass diese Leute noch Kraft und Zeit finden und für sowas, für Lektorate, für ganz Feinlektorate, für etwas, was heute schon erwähnt wurde. Warum geht es uns an? Warum geht es diese Frau, die da ohne Strom und Heizung sitzt, die Übersetzung von Judith Herrmann ins Ukrainische? Aber gerade weil es uns angeht, können wir weiter existieren als Land, als Kultur. Und gerade deswegen sind solche Projekte wichtig, jedes Projekt, jedes Buch, jedes Artikel, jedes Interview, jede Übersetzung. Das ist das, womit wir den Krieg schwächer machen können. Das ist ganz richtig. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne das Wort an Sie und meine Frage an Sie richten, Frau Fischer. Wie hat in den letzten Monaten, wir haben die Ereignisse in der Ukraine, Ihre konkrete Arbeit persönlich und in den Netzwerken, in denen Sie tätig sind, verändert? Ja, also es hat mir neue, wirklich interessante Erkenntnisse gebracht, auch über kulturelle Fragen. Wir, das haben Sie vorher schon gesagt, wir sind schon sehr lange in unterschiedlicher Weise mit osteuropäischen Institutionen auch verbunden und haben das erste Konzert in der Ukraine Anfang der Nullerjahre gemacht. Also das war damals für mich sehr eindrücklich, weil ich damals auch schon so ein Improvisationstalent festgestellt habe, aus dem Nichts quasi, wenn man was will, trotzdem aus dem Nichts etwas zu etablieren. Und das war in dem Fall eine Konzertreihe in Lviv, wo wir zweimal eingeladen waren. Wir waren auch in Kiew, wir waren auch in Odessa. Und das Interessante, wenn wir im Ausland produzieren, ist eigentlich, dass wir die Menschen auf der Arbeitsebene kennenlernen und damit natürlich einen ganz anderen Einblick auch kriegen in eine Kultur, aber eben auch in eine Dynamik und letzten Endes auch in den Willen mit Kultur, weil wir arbeiten in der Kultur, mit Kultur etwas zu erreichen. Also man lernt auch sehr viel über das, wie Menschen sich an ihr Publikum jeweils richten wollen Menschen einbinden wollen und verbinden wollen. Und das ist das, wo ich sehr, sehr interessante Eindrücke eigentlich in diesen unterschiedlichen Konstellationen bekommen habe. Eine der Partnerinnen, mit der ich ein ganz lustiges Konzert eigentlich zusammen gemacht habe im Planetarium oder im Botanischen, so einem Botanischen Haus in Kiew, die Sascha Andruschik, die kommt nächste Woche mit ihrem Ensemble, das sie gegründet hat, mit dem UCHO-Ensemble, für zwei Tage hierher nach Stuttgart. Und die machen vier Konzerte bei uns im Theaterhaus am Samstag und Sonntag. Und die Sascha ist eine Frau, die russischstämmig ist, aber voll eigentlich
in der Ukraine schon damals, das war 2015, als wir dort waren, verwurzelt waren. Und auch damals, kurz nach Maidan, haben wir uns sehr viel unterhalten über diese Fragen. Wie ist es, wenn man russischstämmig ist? Wie ist es, wenn man dann in der Ukraine sich dann auch committet letzten Endes? Und dort auch ganz klar als Ukrainerin dann jeweils etwas zeigen und etwas machen und verbinden will. Das waren Themen, die uns im Grunde schon immer nah waren. Und eigentlich war es dann über einen Umweg, das habe ich Ihnen auch schon im Vorgespräch schon mal erzählt, dass wir seit 2 Jahren sehr, sehr intensiv belarussische KünstlerInnen fördern, weil die Maria Kolesnikova, die eine große Rolle in der Demokratiebewegung gespielt hat und dort ja jetzt seit über 2 Jahren im Gefängnis ist, alle, die hier in Stuttgart in der Kulturszene sind, wissen das, die war unsere Mitarbeiterin und eine Freundin eigentlich von mir. Und seither haben wir uns sehr, sehr stark mit dem Thema Belarus auseinandergesetzt und um ihr zu helfen, eigentlich auch sehr, sehr viele belarussische KünstlerInnen gefördert, über 30 in den letzten 2 Jahren. Und dann kam eigentlich schon in dieser Auseinandersetzung das Thema Ukraine natürlich wieder sehr, sehr stark ins Bewusstsein, weil dieser russische Aufmarsch, der ging ja schon vor einem Jahr los und man hat sich damals schon Sorgen gemacht. Wir hatten bei vergangenen Eklat auch ein Projekt von Viktoria Vitrenko, die genau diese Themen, die diese beiden Länder auch verbinden, Belarus und Ukraine, die beide auf unterschiedliche Weise von diesem zynischen russischen Regime beeinflusst sind und die Menschen, die darunter leiden. Das war ein Projekt, das die Viktoria dort gemacht hat und das eigentlich auch unsere Arbeit seither prägt. Das Thema Ukraine, das war Anfang Februar, das war also noch vor dem 24. Februar und das war für uns deswegen von Anfang an eigentlich ein sehr nahes Thema, als es vielleicht andere hier noch gar nicht so erreicht hat. Und im Laufe des, kann ich vielleicht jetzt noch dazu sagen, was ändert sich? Es hat sich was sehr Deutliches geändert, nämlich die Frage der Abgrenzung. Und zwar auch der Abgrenzung zum Beispiel zwischen belarussischen und ukrainischen KünstlerInnen. Weil sehr klar, und das haben Sie auch ausgedrückt, als wir Sie eigentlich mal eingeladen hatten zu einem Podiumsgespräch, sehr, sehr klar auch Position bezogen, wir UkrainerInnen können gerade weder mit Russen, aber eben auch nicht mit belarussischen Menschen auf einer Bühne sein, weil wir uns jetzt da ganz klar abgrenzen müssen. Und das hat mir dann schon nochmal eine andere Variante gezeigt, aus unserer Perspektive auch, sich viel tiefer noch mit diesen Fragen auch kultureller Identität beschäftigen zu müssen und jetzt nicht einfach nur aus unserer westlichen Sicht irgendwie zu sagen, aber ihr seid alle aus Osteuropa, wir machen jetzt ein Projekt für euch, sondern was heißt es denn, UkrainerIn zu sein, was heißt es, BelarusIn zu sein, was heißt es, aber auch aus Russland im Exil gekommen zu sein. Wir haben auch sehr, sehr viel mit russischen KünstlerInnen immer gearbeitet und tun das auch weiterhin. Und jetzt müssen wir uns eigentlich mit wirklich der Tiefe auch kultureller Identität und wollen das auch auseinandersetzen. Und das verändert gerade sehr, sehr viel. Das ist eigentlich ein Bewusstsein, das wir eigentlich erst im Laufe des Frühsommers vielleicht oder nach dem 24. Februar gewonnen haben. Auch diese Fragen der unterschiedlichen Einflüsse und der Grenzziehung. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, da ist Gesprächsstoff dann auch für eine weitere Runde. Aber ich gebe jetzt mal an die Seite. Herr Jukow, Carola Hosoda, meine Kollegin, hat schon angedeutet, Sie haben auch biografische Bezüge. Sie sind in vieler Hinsicht tangiert von diesem Thema. Wie kommt es im Moment in Ihrem politischen Alltag an? Es ist natürlich ein wesentlicher Teil meiner politischen Arbeit. Denn schon bei der Konstituierung des Landtags vor 1,5 Jahren, da haben nicht viele wahrhaben wollen, dass es den Krieg vielleicht geben könnte. Aber schon damals habe ich als Ulmer Abgeordneter, also ich vertrete den Wahlkreis an der Donau, das Thema Kooperation der Donaustädte, Staaten und Städte zugewiesen bekommen. Und die Ukraine hat bekanntlich auch Anteile ganz kurz vorm Delta an der Donau. Und deswegen war ich vom Anfang an innerhalb der Grünen Fraktion für die Ukraine zuständig. Und seit dem 24. Februar ist natürlich die
Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, stark gewachsen und natürlich auch die Fragen, die uns tangieren. Es geht natürlich um die Menschen, die nach Deutschland und auch nach Baden-Württemberg oder auch in die gesamte EU flüchten. Es geht darum, wie wir der Ukraine beistehen, zivil wie militärisch. Und da ist Kultur auch ein wesentlicher Baustein. Wird nicht immer mit erwähnt, aber glauben Sie mir, wird im Landtag immer mitgedacht. Das ist gut zu wissen und gut zu hören. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mal anknüpfen an das Zitat von Ihnen, von dieser heterogenen Identität der ukrainischen Kultur. Beschreiben Sie ein bisschen, was das heißen könnte oder was es faktisch auch heißt, Frau Sniadanko. Vielleicht darf ich ein kurzes Blitzlicht aus einem Gespräch unter uns Kollegen, Kolleginnen in Bad Boll in der Akademie aus den letzten Tagen noch anfügen. Wir haben vor 2 Tagen, hatten Frau Hausotter und ich eine Versammlung mit Kollegen und Kolleginnen, haben berichtet von dem heutigen Tag, haben auch erwähnt, dass eine Podiumsdiskussion stattfinden wird und haben gesagt, es geht um ukrainische Kultur, um ukrainische Kunst. Und dann waren einige Kollegen und Kolleginnen irritiert und haben gesagt, warum ukrainische Kunst? Wir reden doch auch nicht von deutscher Kunst. Sie verstehen wahrscheinlich, was ich andeuten will. Also wie bestimmt sich denn ukrainische Kultur und was bedeutet in dem Zusammenhang diese Heterogenität, von der Sie offensichtlich ausgehen und die Sie auch wahrnehmen und vielleicht auch selber kultivieren? Dazu muss man natürlich eine kurze Reise in die Geschichte machen, ja? Weil die Ukraine ist nie ein Land, monokulturelles Land gewesen, war auch bis vor 1991 nie in diesen Staatsgrenzen wie jetzt ein eigenständiger Staat. Das wurde immer geteilt zwischen unterschiedlichen Staaten. Ein Teil davor gehörte zu Kaukas, das andere zu russischem Imperium, zu polnischen Königreich, zu litauischen Königreich und so weiter und so fort. Und das alles bildete diese Heterogenität, die nicht von heute angefangen hat, sondern das war immer eine sehr multikulturelle Gesellschaft. Nach 1991, als die Ukraine selbstständig, ein selbstständiger Staat geworden ist und sich von Sowjetunion löste, war immer wieder die Frage aufgetaucht, was verbindet eigentlich diese unterschiedlichen Teile, was findet man gemeinsam, und diese Heterogenität wurde oft als Problem bezeichnet. Man hat genau gesagt, naja, wenn wir jetzt über ukrainische Kultur reden, dann reden wir über nationalistischen Kategorien, ja, was soll das jetzt? Und der Staat ist auch sehr stark russifiziert. Viele Menschen sprechen Russisch, zum Teil freiwillig, zum Teil, weil sie es mussten. Eigentlich alle sprechen Russisch, weil sie es lernen mussten. Aber viele sprechen nur Russisch und verstehen nur bedingt Ukrainisch und so weiter. Es gibt auch viele andere Minderheitssprachen. Auch Religionen sind sehr zahlreich und auch die regionalen Unterschiede sind sehr, sehr stark. Und nach langen Diskussionen und Versuchen, das Land auf Ost und West zu teilen, auf Süden und Norden, hat man eigentlich beschlossen, das macht jetzt keinen Sinn. Uns verbindet gerade das, dass wir so heterogen sind, weil es besteht keine Gefahr, einen nationalistischen Staat zu bilden, weil es gibt keine führende Nation, es gibt eben diese multikulturelle Gesellschaft, die ganz gut funktioniert, trotz aller Unterschiede. Und das heißt, wir bilden jetzt eine politische Nation, also nicht eine ethnische. Deswegen, wenn wir über die ukrainische Kunst und Kultur sprechen, dann sprechen wir auch zum Beispiel über Andrei Kurkov, der auf Russisch schreibt, in der Ukraine lebt, der Ex-Präsident des ukrainischen PENS war, aber seine Bücher sind seit vielen Jahren in Russland verboten. Also Russisch zu schreiben heißt nicht unbedingt zur russischen Kultur zu gehören. Und damit meinen wir den Unterschied. Das ist nicht nur sprachlich bedingt, nicht nur Herkunftsland bedient, es bedeutet auch eine
politische Erklärung. Ja. Ich gehöre zu dieser Kultur, weil ich in diesem Land lebe, weil ich dazu gehören will. Das ist auch immer wieder eben diese ganz, ganz bewusste politische Entscheidung. Weil zum Beispiel, es gab immer wieder auch die Frage, was machen jetzt die Verleger? Sollen sie die Bücher ins Russische übersetzen, weil sowieso viele Russisch lesen? Oder sollen sie das ins Ukrainische übersetzen? Sollen sie ukrainischsprachige Bücher herausgeben oder russischsprachige Bücher? Und es wurde zunehmend klar, dass eigentlich Kultur gehört an der ersten Linie zu diesem politischen Teil, wo Menschen sagen, okay, wenn wir schon Bücher kaufen, dann kaufen wir bewusst Bücher, die in der Ukraine und auf Ukrainisch publiziert wurden, weil das ist die politische Bekenntnis. Und so ist das. Vielen Dank. Wenn Sie erlauben, ich würde mich gerne an Sie wenden, Herr Jukow, weil Sie praktisch auch biografisch so etwas von dieser Multikulturalität mitbringen und verkörpern. Wie kommt es bei Ihnen an diese Multikulturalität und was ist sozusagen, was verbindet Sie als Politiker auch mit diesem, mit dieser gewachsenen Geschichte des Multikulturellen? Ja, es ist die Multikulturalität ist ja eine Bereicherung, wenn es ein verbindendes Element gibt. Und dieses verbindende Element wurde zwar vorher schon, eigentlich seit 2004 nach und nach gesucht und auch immer stärker ausgemacht. Und seit dem Beginn des Überfalls auf die Ukraine ist es unüberschaubar. Das ist nämlich das, dass die Ukraine sich nach Europa orientiert. Die sprachliche Vielfalt wird bleiben, die religiöse Vielfalt sowieso, wobei die Bindungswirkung der Religion ja bekanntlich abnimmt. Und wozu es jetzt kommt, was sichtlich ist, die zeitgenössische ukrainische Kultur definiert sich, alles andere wäre ja auch widersinnig, sehr stark über den Widerstand gegen die Aggression. Und daraus wird dann was Neues wachsen mit dieser eigenständigen Identität als verbindendes Element. Ungeachtet der sprachlichen und kulturellen Barrieren, weil das Land gibt, wie schon gesagt, gab es als souveränes Land den Grenzen gar nicht. Und die Grenzen wurden zuletzt im Zweiten Weltkrieg neu gezogen und davor auch vielfach. Und es ist auch so, dass es natürlich eine reichhaltige ukrainischsprachige Kultur in vielen Bereichen gab zur Sowjetzeit, aber es war eben eine sowjetisch geprägte ukrainischsprachige Kultur. Es war nichts Eigenständiges, durfte es auch nicht sein. Im Gegenteil, die Zentralgewalt hat sehr, sehr empfindlich reagiert, sobald irgendjemand auch nur auf die Idee kam, zu betonen, dass Ukraine eine kulturelle Eigenständigkeit bekam. Es war praktisch eine, wie ich schon sagte, eine ukrainischsprachige Sowjetkultur. Und das Neue entsteht an einigen Kristallisationspunkten. Im Anschluss an diese Veranstaltung gibt es ja eine Gedenkdemo an den Golodomor. Auch das ist ein wesentlicher Punkt der neuen ukrainischen Definition. Oder neu nicht im Sinne von aufgesetzt, sondern im Sinne von zeitlich relativ neu. Und man durfte es ja bis 1990 gar nicht thematisieren, aber auch nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft war das Thema, weil auch traumatisierend ist, langsam auf die Tagesordnung gekommen. Und jetzt natürlich, bedingt durch den Krieg, Kultur ist und war und wird auch immer politisch sein. Und das ist ja auch mit der Grund, warum die Kommunistische Partei Kultur immer zur Chefsache erklärt hat. Deswegen können wir uns darauf freuen, dass notgedrungen aus dem großen Leid relativ schnell was komplett Neues entstehen wird. Wir sind mittendrin. Vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage noch an Sie, Frau Fischer, stellen. Wir haben jetzt gehört, dass die ukrainische Kultur sozusagen von ihrer Geschichte her und auch von ihrem Selbstverständnis her eine heterogene, vielfältige ist. Andererseits haben Sie auch ein Stück weit beschrieben, dass Sie die Erfahrung machen, dass es zunächst mal auch so etwas wie eine Selbstbestimmung auch in Abgrenzung dran ist, auch aus Gründen der Selbstbehauptung angesichts der
drohenden Vernichtung schlichtweg. Wie geht man jetzt, wie gehen Sie jetzt, wie gehen Kulturschaffende, Kultureinrichtungen aus dem Westen, in Anführungszeichen, aus unseren Gefilden, wie gehen wir jetzt mit diesen Spannungen, die ja doch irgendwie auch greifbar sind und sich konkret in der Gestaltung von Kulturprogrammen auswirken, wie gehen wir damit um? Haben Sie da eine Antwort oder eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Ich denke viel darüber nach natürlich. Und ich glaube, das Falscheste wäre, wenn wir uns jetzt einfach gemein machen würden mit einer Haltung und die uns anziehen. Und zwar weder eine nationalistisch geprägte ukrainische Haltung noch irgendeine, wir müssen aber die russische Kultur verstehen, das sagen ja auch viele, und die russische Kultur ist was anderes als das Regime dort. Und so weiter. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, dass wir aus unserer, und ich sage jetzt mal europäischen Perspektive, uns jetzt quasi Haltungen so annehmen, dass wir uns wiederum selbst auch abgrenzen gegenüber einer anderen Kultur zum Beispiel. Sondern eigentlich können wir doch aus einem eigentlich ein Glücksmoment, was wir in Europa für eine Vielfalt haben, die primär vor allem auch in dieser Vielfalt sehr positiv gelebt und wahrgenommen wird. Also auch bei uns gibt es natürlich Abgrenzungen zwischen Kulturen. Aber aus diesem Glück dieser unterschiedlichen Kulturen, die sich gegenseitig was sagen und sagen wollen, und das sind gar nicht Länder, sondern das sind eher Regionen, die wir wahrnehmen, aus dem heraus eigentlich mit einer großen Neugierde eben auch genau das, was die jeweilige kulturelle Position ausmacht, verstehen. Also wir müssen einfach lernen, mit unserer eigenen Offenheit, und zwar überhaupt nicht, das kommt, glaube ich, manchmal so rüber, dass dann EuropäerInnen sagen, ja, jetzt lernt halt mal von uns, wir haben das ja längst geschafft, das Offene. Das ist wirklich Quatsch. Also wir dürfen da überhaupt nicht arrogant hingehen, sondern eigentlich eher neugierig. Ich will auch nicht sagen demütig, sondern mit einer großen Neugier verstehen wollen. Und wenn wir als Kulturschaffende verstehen, dann bringen wir ja auch unser Publikum dazu, zu verstehen. Verstehen wollen. Und jetzt würde ich es eigentlich eher positiv formulieren. Was macht die Identität aus? Was heißt es, aus ganz unterschiedlichen Kulturen zu schöpfen und eine Nation zu bilden? Tun wir ja auch hier in Deutschland. Was heißt das in der Ukraine? Und schon auch, was möchtet ihr kommunizieren, was euch verbindet? Aber was eigentlich eher die positive Fragestellung, was ist es, was lernen wir? Und nicht die negative, wo müssen wir auch hier Abgrenzung kommunizieren? Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie weiterkommen, sondern eigentlich mit einer großen einladenden Geste. Und da müssen wir hier natürlich das auch schaffen, die Brücke zu unseren Publika zu bilden. Also, weil, was ich jetzt halt auch schon oft erlebt habe, wenn wir dann fast schon inflationär Veranstaltungen machen, gerade zum Beispiel mit ukrainischen KünstlerInnen. Wir hatten im Sommer bei unserem Festival eine Gruppe des Ratsch-Quartett da. Dmitro Rajewski heißt er. Der Vorname stimmt, Nachname bin ich mir nicht ganz sicher. Also das begnadeter Musiker, der hat großartige Musiker auch hierher gebracht, und sie hatten wirklich den Auftrag, auch ukrainische Werte, ukrainische Positionen hier bei uns zu zeigen. Da habe ich gesagt, ja, kommt und macht, wir binden euch in unser Festival ein. Und sie haben gesagt, wir wollen aber noch mehr als ein Konzert machen. Am Ende waren es dann vier, und das Publikum hat sich verteilt auf die Konzerte leider. Und wir wissen als Kulturschaffende, dass wir gerade eine Schwierigkeit haben, Publikum zu erreichen. Das war nicht sehr glücklich. Das heißt, wir müssen, trotzdem war es toll, und die waren glücklich, hier gewesen zu sein und wiederzukommen. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, in unserem Kulturleben das so zu positionieren, dass es auch jetzt nicht nur ein politisch geprägtes Interesse ist, warum Menschen kommen, sondern wirklich eine Kulturneugierde. Wirklich auf der Kulturebene sich auseinanderzusetzen und zu verstehen. Und dann verstehen wir, glaube ich, auch sehr viel, wenn wir den künstlerischen Ausdruck, der jetzt auch nicht in einem Jahr sich geprägt hat und auch nicht in 10 Jahren sich geprägt hat, sondern der aus Jahrhunderten letzten Endes schöpft. Wenn wir den in seiner ganzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit verstehen wollen. Und dafür müssen wir hier Formate schaffen, die möglichst integrieren ins Kulturleben und nicht
ausstellen. Mit dem Ausstellen kommen wir nicht weit. Wir müssen irgendwie versuchen, was ich gemacht habe, und das vielleicht ganz kurz nur einen halben Satz, als wir diese vielen belarussischen KünstlerInnen gefördert haben, war das eigentlich immer eine Forderung von Tandems, nämlich KomponistInnen aus unserem Kontext haben jeweils, eine KomponistIn hat jeweils mit einer belarussischen KonzeptkünstlerInnen zusammengearbeitet. Und da ist dann sofort natürlich auch ein Dialog entstanden, der bis heute da ist. Und der natürlich dann auch in Kultur oder in künstlerische Arbeiten von unseren Künstlern, die in unserem Kontext sind, eingreift. Das ist ja dann auch eine Bewusstseinserweiterung oder eine Informationserweiterung letzten Endes auch, aus der sie dann wieder schöpfen können. Vielen Dank. Wir sind schon so ein bisschen, haben die Brücke schon ein bisschen geschlagen zu dem Thema Hilfestellungen. Was hilft, was können wir auch fördern, was gibt es für Möglichkeiten, einerseits auf der kulturellen Ebene und andererseits eben auch auf der kulturpolitischen und politischen Ebene. Und da haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, die Moderation. Ich übergebe jetzt mit den nächsten Fragen an dich, Carola. Ja, danke schön. Ja, du hast gesagt, also wir wollen so den Punkt Unterstützung und das, was man tun kann, ansprechen und haben dazu auch heute am Vormittag schon viele Beispiele gehört der Zusammenarbeit, haben gehört, wie wichtig, welche Schnittstelle, wichtige Schnittstelle auch das IFA dabei war, das Projekt Kulturhilfe Ukraine. Vielleicht Frau Katschenko und Frau Vogel können da sicherlich auch viel zu sagen und vielleicht können wir sie gleich noch mal ein bisschen mit einbinden in die Schwierigkeiten, die dabei entstehen. Aber vielleicht mal zum Einstieg, Frau Snyadanko, wir hatten im Vorgespräch, es gibt ja durchaus sehr viele ermutigende Beispiele. Vielleicht können wir da noch mal darauf eingehen, oder Sie besonders, was denn schon gelaufen ist, aber vielleicht auch immer schon mit dem Hinblick darauf, was ist denn nötig, damit es dann auch nachhaltig wird, damit es andauert, damit es Beständigkeit haben kann. Ich will mich nur anschließen an Ihre Worte, dass wir natürlich jetzt eine sehr lange Phase hatten, wo Ukraine politisch im Blick war und die Kunst hatte da diese ausstellende Rolle gespielt. Wir haben uns natürlich alle gefreut über diese Aufmerksamkeit, aber das wissen wir schon aus der Erfahrung von 2004 und 2017, dass diese Aufmerksamkeit sehr schnell vorbei ist und sehr schnell aus Medien auch weg ist und dann kommt die Müdigkeit, dann kommt der Überdruss. Das hat aber auch eine gute Seite, weil wie lange kann man nur über Tagesgeschehnisse sprechen, nur sich darüber empören, wie schrecklich der Krieg ist. Man soll einen Schritt weitermachen und es ist tatsächlich nur die nachhaltige Zusammenarbeit, die kulturelle Zusammenarbeit und das ist nicht von heute, es ist nicht jetzt entstanden, das gab es schon immer und wir müssen nur schauen, dass es nachhaltig bleibt, dass es mehr Projekte gibt und dass wir tatsächlich nicht nur einmalige Sachen fördern. Zum Beispiel, was ich meine, sind die Institutionenförderungen. Es war eine sehr, sehr lange Zeit und hier gibt es Menschen im Saal, die das auch kennen, dass die Projekte mit Ukraine immer nur von außen unterstützt sein sollten. Zum Beispiel die Zeitschrift Radar, die wir zusammen gemacht haben, eine deutsch-polnisch-ukrainische Literaturzeitschrift, die über Jahre lang die Texte von all diesen Sprachen in allen drei Sprachen dargestellt hat, und zwar die neuesten Texte, nicht immer die bekannten Texte, nicht immer die bekannten Namen. Und da hatten wir nie eine Unterstützung von ukrainischen Institutionen gehabt, weil die damals noch nicht existierten. Das war 2005, 2006, 2003. Jetzt sind wir schon weiter. Es existieren in der Ukraine schon Buchinstitut, es existieren auch weitere Institutionen, die tatsächlich vom Staat finanziert sind und die hatten innerhalb von paar letzten Jahren, seitdem sie gegründet sind, eine tolle Leistung gezeigt und zahlreiche Projekte sind entstanden, unter anderem auch internationale Projekte, unter anderem auch in der Kooperation mit Deutschland. Zum Beispiel in diesem Jahr gab es in der Frankfurter Buchmesse mehrere ukrainische Stände und da bin ich von einem zum anderen gegangen und da habe ich immer dasselbe gehört.
ohne Unterstützung von Frankfurter Buchmesse, ohne Unterstützung von Goethe-Institut wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber auch ohne Mitarbeit von ukrainischen Stiftungen wäre das auch nicht zustande gekommen. Ohne die Mitwirkung von ukrainischen Schriftstellern, Übersetzern und Kulturschaffenden. Und das ist eben ein Beispiel davon, wie wir tatsächlich jetzt weiter vorgehen sollen. Es gilt natürlich vor allem über Kultur, also für mich geht es natürlich vor allem über die Literatur. Ich träume schon lange darüber, dass ein Programm entsteht, das so ähnlich funktioniert wird wie Traduki, das seit Balkankrieg alle Literaturen aus diesem Region immer noch, also schon viele, viele Jahre übersetzen lässt, ins Deutsche, ins andere Sprachen, aus dem Deutschen. Das ist die Zusammenarbeit. Dank dem sind schon sehr, sehr viele Bücher einfach hier präsent geworden. Auch viele Autoren sind präsent geworden. So etwas Ähnliches gibt es nicht. Es gibt nur Programme von Goethe-Institut, die eben ein bisschen anders funktionieren. Es bedarf ein größeres Projekt. Ich träume auch davon, dass zum Beispiel bei deutschen Verlagen endlich mal Leute gibt, die ukrainische Bücher im Original lesen und beurteilen können. Es gibt immer noch niemand. Um ins Deutsche übersetzt zu werden, braucht ein ukrainischer Schriftsteller zuerst eine weitere Übersetzung. Ins Polnische, Tschechische, Russische, Englische, egal. Aber ohne dies kann kein deutscher Verlag das überhaupt nicht beurteilen. Und das kommt auch natürlich daher, dass die sogenannten Slavistiker an den deutschen Universitäten eigentlich nur Russisten ausbilden. Man kann da Russisch lernen und wenn man schon sehr will, noch eine weitere slawische Fremdsprache mit dem Niveau ungefähr A2. Das bedeutet Philologie und das ist bei weitem nicht das Niveau von Philologie. Ich wünsche mir, dass es zumindest in Deutschland mit der Slavistik so weit ist, dass dem ukrainischen Germanistiker entspricht, wo die Leute tatsächlich nicht nur fließend die Sprache sprechen, sondern sich mit der Kultur, Literatur und so weiter auseinandersetzen. Bildung natürlich gehört dazu, auch die Bildung nicht nur in höheren Einrichtungen. Wir haben seit Jahren mit Evangelischer Akademie gerade Projekte für die politische Bildung in den Schulen, wo viel Wert darauf gelegt wird, dass es tatsächlich mit den Schülern im Unterricht politische Themen besprochen werden. Und vor allem, also wenn ich dabei bin, sind das natürlich zwangsbedingt die Themen aus der Ukraine. Solche Projekte sind natürlich dringend nötig in beiden Ländern, nicht nur in Deutschland über die Ukraine, aber auch in Schulen in der Ukraine wäre es sehr gut gewesen. Und so weiter und so fort. Ich kann das hier jetzt weiter stundenlang erzählen. Ihr habt bestimmt schon viele Sachen auch gesagt im Vormittag und die Frage ist nur, wie und wann und wer macht das weiter? Ja, mit der Frage gehen wir gleich auf Herrn Jukow zu, aber ich würde gerne noch Frau Fischer noch mal mit Ihrer langjährigen Erfahrung ansprechen. Also Sie haben das jetzt gehört, vielen Dank, Frau Snyadanko, das war ja sehr vielschichtig an Ideen. Wir haben heute Morgen schon sehr viel gehört in dieser direkten Zusammenarbeit, wie oft auch beispielsweise Bürokratie ein großes Problem ist, um schnell etwas umsetzen zu wollen. Also vielleicht können Sie aus Ihren Erfahrungen berichten, ob Sie da inwieweit es da Hindernisse gab, aber vielleicht umgekehrt auch, was sich bewährt hat, bevor dann wir Herrn Jukow auch nochmal ansprechen, was dann vielleicht politisch auch nochmal davon flankiert werden kann. Also wie legt man die Hilfe jetzt oder Unterstützung und Zusammenarbeit so an, dass es dann mittel- und langfristig auch weitergeht? Ja? Da wir in der freien Szene verortet sind mit unserer Arbeit, muss ich sagen, habe ich nicht die Erfahrung der Auseinandersetzung mit Bürokratie, wie zum Beispiel eine Institution wie das IFA hätte oder andere auch staatlich institutionalisierte Institutionen. Bei uns, auf unserer Ebene ist es eigentlich immer so, wenn man was will, dann kriegt man das auch hin. Und dann
guckt, also Probleme sind eigentlich dazu da, um gelöst zu werden und nicht um sie aufzubauen. Und das stelle ich schon manchmal fest, dass Bürokratie schon auch als so ein sich aufbauendes Problem empfunden werden kann. Und dass man dann die Lösung eigentlich auf einer operativen Ebene sucht und nicht auf einer institutionellen Ebene. Also ich kann das jetzt leider überhaupt nicht sagen, wie das im Bereich von Sprache und Übersetzung dann funktionieren würde. Aber was unsere Möglichkeit natürlich als freie Institution ist, und das ist ein großes Glück, ist, wir sind ein e.V., und wenn wir merken, da fehlt was, also genau bei uns geht es jetzt gerade um eine belarussische Gedichtübersetzung. Auch wer kann sowas? Und ich muss da keine Wege gehen, sondern ich frage dann einfach jemand von dem, dass es kann und beauftrage denjenigen dann halt. Wir müssen da auch keine Etats dafür erstmal organisieren und so. Also dieses Bürokratien möglichst zu umgehen, damit kommt man normalerweise am weitesten. Also natürlich muss man sie zur Kenntnis nehmen, aber wir haben ja jetzt gerade das bürokratische Problem auf einer ganz anderen Ebene, nämlich wie können Menschen, die fliehen aus Osteuropa und schon auch aus der Ukraine, sich hier eine längere Zeit niederlassen wollen, die einfach sagen, ich will jetzt hier sein, welche strukturellen Möglichkeiten haben sie, um zum Beispiel ein dauerhaftes Visum zu bekommen? Da geht es gerade zum Glück, für UkrainerInnen gibt es zum Glück diese EU Regelung, dass man jetzt 3 Jahre lang einigermaßen einfach hier sich auch aufhalten kann. Aber grundsätzlich habe ich da eigentlich das größte bürokratische Problem, dass in der Außenpolitik oder ich weiß gar nicht ganz genau, ob das jetzt eher die Innen- oder die Außenpolitik ist, dass dort für Menschen, die fliehen und die in einer anderen Kultur, in einem anderen Land sich dann auch einfach verorten wollen, weil sie es im eigenen nicht mehr können, riesige bürokratische Schwierigkeiten haben. Das ist die einzige, die ich bislang nicht überwunden habe. Alle anderen umgeht man. Und das habe ich eben auch gerade von der auch Larissa genannten Veranstalterin aus Lviv kennengelernt und von Sascha Andruschik, die sagen, das ist unser Ziel und wir kennen uns natürlich schon auch ganz gut aus strukturell und wir wissen, was wir alles in Anspruch nehmen müssen, um das Ziel zu erreichen. Hürden sind wirklich dazu da, um drüber zu gehen oder drumherum. Noch ja, besser. Danke auch für diese Ermutigung und diese Tipps sozusagen jetzt an hier anwesend. Aber das war heute Morgen durchaus, also ich nehme an, auch dann eher bei staatlichen Kulturinstitutionen oder staatlich gefördert, kommunal geförderten, die ganz andere Abstimmungsprozesse, denen sie, glaube ich, ausgesetzt sind, als Sie das wahrscheinlich. Für die empfiehlt sich es immer, mit den Freien zusammenzuarbeiten. Das ist das Allereinfachste. Und die Freien haben auch eine große Bereitschaft dafür. Das ist gar nicht so, ohne da mal drüber nachzudenken. Es gibt sehr viele Freien, die das machen und machen wollen auch, die man dann einfach einladen kann, Dinge zu machen, die man als bürokratisch formiertes Institut nicht kann. Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp, sich da auch unter den Organisationen hier und Institutionen noch stärker zu vernetzen und diesen Austausch dann sich auszutauschen. Aber Herr Jukow, jetzt haben Sie das alles gehört. Was kann denn Politik eben noch dazu beitragen, dass über diese kurzfristige jetzt das Engagement, dass man wirklich längerfristige Weichen stellt? Vielleicht einmal natürlich in der ganz praktischen finanziellen Unterstützung von Kulturhilfe oder Unterstützung, aber auch so, ja, aus ihrer politischen Arbeit heraus. Weichen zu stellen, sage ich jetzt auch als Eisenbahnpolitiker, bedeutet natürlich, dass man weiß, wo die Reise hingehen soll. Das können wir bei der Ukraine aber gar nicht wissen, weil wir sind in einem Konflikt von der Art, wie wir alle geglaubt haben, dass sie längst überwunden sind. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir können zwar hoffen, und dass unser mögliches Beitragen für den Ausgang, den wir uns sicherlich zumindest in großer Mehrheit auch in der deutschen Gesellschaft wünschen, was können wir alles nicht voraussetzen. Und dementsprechend ist es sehr schwer, Weichen längerfristig zu stellen. Jetzt gehe ich mal von der Metaebene 1 runter. Es ist schwer, jenseits des Geldes, jenseits der Bürokratie, ein längerfristiges Programm aufzubauen, wenn der ukrainische Botschafter uns bittet, genau das zu lassen, um den Menschen nicht die Perspektive zu nehmen, nach dem Ende des Kriegs zurückzukehren. Da geht schon mal los. Es ist natürlich, es ist populär, die Bürokratie für
sehr vieles zu beschuldigen. Die ist auch nervig. Aber es geht ja darum, dass wir Steuergelder verwalten, da muss schon sauber gewirtschaftet werden. Die Bürokratie kann nichts ins Unendliche verhindern. Sie kann es allenfalls verlangsamen. Das heißt, wenn irgendwas nicht läuft, ist nicht die Bürokratie schuld, sondern fehlt es entweder an politischem Willen oder an Geld oder an beiden oder die Situation ist zu heikel. Aber jetzt nach der langen Vorrede die Antworten. Natürlich werden wir uns innerhalb der Regierungsfraktion darüber verständigen, ob wir das Programm für die Förderung der ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, das ist ja auf ein Jahr befristet, läuft also im kommenden März aus, ob und in welcher Form wie wir das fortsetzen. Und sowohl von der Landtagspräsidentin und wie auch von mir persönlich, wie auch von meinem kulturpolitischen Kollegen Erwin Köhler auch voller Einsatz kommt, dass es verlängert wird, können Sie voraussetzen und wir werden am Ende, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, irgendeine Lösung finden. Ob aus Umschichtung im Haushalt des MWK, aus Mitteln des Landtags für Völkerverständigung, aus dem Goethe-Institut oder was auch immer, ich sag mal, salopp, irgendein Top bekommen wir angezapft. Längerfristige Sicherheit, was Bleiberecht angeht, die große Reform des Staatsangehörigkeitsrechts wurde ja in dieser Woche im Bundestag angeschoben. Und ich sage nicht, alle sind davon begeistert. Das Stichwort, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft und die deutschen Interessen ausverkauft, wurde ja aus einer bestimmten politischen Ecke und auch aus einer bestimmten Presseecke bereits gesehen. Aber die Reform wird, weil die Länder da nicht mitsprechen, so durchkommen wie geplant. Das heißt, nach 5 Jahren legalen Aufenthalt haben die Menschen, die dann das Interesse haben, sich mit ihr weiteres Schicksal als Deutsche zu begehen. Das kann ich ja von Geflüchteten gar nicht voraussetzen. Aber dann haben sie die legale Möglichkeit, hier zu bleiben. Das heißt, wir haben jetzt konkret beim Beispiel Ukraine 3 Jahre Aufenthalt mit Massenzustromrichtlinie, dann 2 Jahre Aufenthalt mit einem Arbeitsvisum und dann ist die Einbürgerung möglich. Das wird das Geringste sein. Aber wie gesagt, Sie haben das Bild gestellt, die gestellten Weichen. So eine Fahrstraße wird gebildet, wenn man den Startpunkt kennt und den Zielpunkt. Den Zielpunkt können wir nicht kennen, deswegen nächste Metapher aus dem Eisenbahnbereich, bitte um Nachsicht, wir werden auf absehbare Zeit auf Sicht fahren. Und auf Sicht fahren heißt relativ langsam zu fahren. Ja, ich hatte vergessen, dass Sie diesen Hintergrund haben und diese Assoziationen bei der Weichenstellung. Mir ging es sehr stark um die Nachhaltigkeit, also was ja auch Frau Snyadanko angesprochen hat, dass es eben auch wirklich längerfristige Perspektiven der Zusammenarbeit gibt. Und hier an der Stelle würde ich vielleicht Frau Katschenko nochmal bitten und ein bisschen dazu holen, weil Sie ja doch hier sehr konkrete Arbeit geleistet haben, zusammen mit Frau Vogel. Also einfach vielleicht noch mal so ein Stück weit die Schwierigkeiten auch oder auch Herausforderungen in Ihrem Tätigwerden und vielleicht, warum es jetzt auch so wichtig ist, Sie haben ja so viele Menschen zusammengebracht, also auch hier an der Stelle noch mal ein Dankeschön dafür, weil Sie diese Vernetzungsarbeit geleistet haben, aber vielleicht ein Stück die Herausforderung und auch ein Stück weit, wieso ist es jetzt so wichtig, da jetzt auch dran zu bleiben und gegebenenfalls nachhaltig zu sein und auch eine Perspektive zu bieten und ja, bitteschön. Vielen Dank für diese Frage. Trotzdem, dass der Anlass meiner Tätigkeit bei Kulturhilfe Ukraine so schlimm ist, war das und ist es für mich eine Ehre, einfach am richtigen Ort zu richtiger Zeit zu sein und das tun zu können, denn manchmal dachte ich, dass mein komplettes vorheriges Leben nur dazu da war, um jetzt diese Stelle zu besetzen. Das hört sich vielleicht zu pathetisch an, aber ja, mein Weg aus der Ukraine nach Deutschland und ja, meine Erfahrungen in Deutschland und jetzt einfach meine Rolle hier, die Menschen zu verbinden, das ist etwas, was mir super wichtig erscheint und das ist das, wozu sich mein vorheriges Leben mich vorbereitet hat. Ja? Und das ist eine super wichtige Arbeit, Vermittlerfunktion und das ist das, was auch IFA, Institut für Auslandsbeziehungen, tut, zu vermitteln. Und das ist sehr, sehr wichtig. Herausforderungen. Während dieser 9 Monaten stellten wir fest, dass die Künstler, die sich bei uns melden,
sehr oft tiefgreifende psychologische Probleme haben, weil einfach das Thema ist super schwierig. Auch diejenigen hier, die super aktiv sind und optimistisch erscheinen, haben ein Päckchen zu tragen und das ist ein sehr schwieriges Päckchen. Und das ist auch so ein Faktor, welches super wichtig zu berücksichtigen. Deutschland hat tatsächlich einiges an psychologischer Arbeit in dieser Sicht, also gute Erfahrungen gemacht, aber es fehlen einfach Spezialisten, die Ukrainisch sprechen könnten. Ukrainisch und Russisch und tendenziell Ukrainisch, weil dieser Unterschied ist leider da und es fehlen einfach Personen, die das können. Und so kann ich einfach, es gibt sehr viele Anfragen in meinem privaten Umfeld und auch hier bei Ihnen und euch und da kann ich einfach oft nicht weiterhelfen. Das heißt, eigentlich sind wir hier da, um berufliche Kontakte helfen zu schließen, aber gleichzeitig, es gibt so ein Thema, welches wir einfach nicht umgehen dürfen. Und da in dieser Richtung muss noch gearbeitet werden. Und natürlich dieser Spalt zwischen dem, dass Deutschland als Staat, als System Sozialhilfe anbietet und leistet, das ist eine großartige Sache. Und gleichzeitig, Deutschland gibt die Möglichkeit, die Menschen zu fördern, aber es gibt diese Kluft zwischen Sozialhilfe und Fördergelder. Also jedes Mal, wenn die Künstler einen Förderbeitrag nur für einen Monat bekommen, fliegen sie einfach raus aus dem Jobcenter und können sich da nicht wieder, also der Prozess ist sehr schwierig und sie kommen natürlich zu uns mit diesen Fragen und wir verweisen sie dann an bestimmte Stellen und diese Stellen sind leider, verweisen sie auf weitere Stellen und das ist ein Teufelskreis und das ist das, was wir erleben und sogar mit Deutschkenntnissen kommt man nicht durch und wie soll man ohne Deutschkenntnisse durchkommen und das ist da, wo wir vom Kulturhilfe an unsere Grenze stößen und einfach trotzdem, dass wir wirklich helfen wollen, können einfach nicht helfen. Auch wenn ich das System in Deutschland ziemlich gut verstehe, kann ich selbst nicht weiter an diesem Punkt. Und das ist etwas, was vielleicht am Bundeslevel entschieden werden soll. Also wie diese zwei Hilfssysteme miteinander kooperieren, aneinander eingebunden sind. Weil das ist, Ukraine ist ganz sicher nicht ein Einzelbeispiel. Es sind sicherlich auch davor noch syrische Flüchtlinge, Iran und ja, es gab schon all diese Themen und das ist nicht das erste Problem, aber jetzt wurde es mir einfach, jetzt in meinem Leben wurde es einfach bekannt, dass das gibt. Genau, und jetzt sind wir 9 Monate gearbeitet und wir haben ein Netzwerk gebaut und ein Netzwerk aus Gastorganisationen, die jetzt heute auch im Raum sind. Und es sind tolle Projekte entstanden und es ist super, super wichtig, dass es weitergeht. Denn der Krieg auch weitergeht, aber auch ohne Krieg. Und jeder Krieg endet irgendwann. Es ist einfach, das war jetzt... Diese Zeit ist die Zeit, wo wir uns einfach tiefer kennenlernen können. Am Anfang hatte ich noch viele Fragen bekommen, wie sind Ukrainer so, wie ticken sie? Ich habe solches gehört und wie soll ich das interpretieren? Und jetzt stelle ich fest, wir haben uns besser kennengelernt. Leider aus einem traurigen Anlass, aber das ist das etwas Großartiges, was stattgefunden hat. Und dieses Kennenlernen soll sich nur vertiefen. Das ist das, was ich mir wünsche. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Katschenko, und vielen Dank für Ihre Arbeit. Und das richtet sich ja jetzt auch ein Stück weit nochmal in die politische Richtung. Und vielen Dank, Herr Jukow, dass Sie schon mal gesagt haben, also es gibt durchaus Perspektiven, dieses Projekt auch weiterzuführen. Das nehmen wir mit schon mal aus der heutigen Runde. Aber Sie haben schon signalisiert, dass Sie auf diese konkreten Anfragen, also sei es jetzt psychosoziale Begleitung wahrscheinlich, muss man noch integrierter denken, ja, als von rechtlicher Begleitung, psychosozialer Begleitung, aber eben auch dieses zum Schluss genannte Widerstreiten der zwei Systeme, wenn ich Sozialhilfe erhalte. Bitte schön.
integriert denken? Kann man in einem föderalen Staat mit starken Kommunen integriert handeln, wird dann tatsächlich schwierig. Das ist jetzt keine Bitte zu, oder keine Einleitung zu sagen, man könnte gar nichts tun, aber es sind tatsächlich unterschiedliche Zuständigkeiten. Jetzt ist aber auch da sehr viel in Bewegung. Erst gestern wurde ja das Bürgergeld beschlossen, was ein Paradigmenwechsel ist. Wie das künftig harmoniert, ob es harmonisierbar ist mit einer monatsweise Künstlerinnenförderung oder nicht, kann jetzt tatsächlich noch niemand sagen, weil die Ausführungsbestimmungen für das Gesetz jetzt noch beschrieben werden. Und ich werde es mitnehmen und werde es einspeisen, dass man darauf achtet, dass man, wenn man Paradigmenwechsel sagt, auch Paradigmenwechsel meint. Ausgang ausdrücklich offen. Nächster Punkt, dass ein Teil der Kulturförderung, wenn es jetzt nicht die Spitzenkultur geht, ist natürlich bei den Kommunen. Auch die stehen vor der Herausforderung, machen die eigenen Programme, speziell aus Anlass des Ukraine-Krieges oder nicht. Und da wird es aber auch politisch schwierig. Frau Katschenko hat vorher gesagt, es war bei den syrischen Geflüchteten, es war bei den Menschen aus Afghanistan nicht anders. Da muss ich widersprechen, es war anders. Es war deswegen anders, weil die deutsche Gesellschaft sich nicht bei diesen zwei Fluchtgründen, bei den vielen davor, nicht bereit war, sich tiefer damit zu beschäftigen, sondern im Gegenteil, die wollte dadurch von den Hintergründen nicht behelligt werden. Das heißt, der Bedarf an syrischer Kultur, die auch reinhaltig und lang ist, und der Bedarf an afghanistanischer Kultur war so gut wie gar nicht da. Jetzt haben wir tatsächlich die Bereitschaft, sich auch mit ukrainischen Kulturen auseinanderzusetzen, aber das heißt im Umkehrschluss, wir haben noch keine etablierten Strukturen und Verfahren, weil wir haben es mit was qualitativ Neuem zu tun. Und auch hier, verzeihen Sie die Metapher, auch hier fahren wir auf Sicht. Und man kann es auch, es ist natürlich positiv, es hat sich was bewegt. Jetzt ist man tatsächlich bereit, über ganz allgemein, wie bei den afrikanischen Geflüchteten, dass sie alle vor Hunger fliehen, was in wenigsten Fällen stimmt, sich tiefer zu beschäftigen. Aber wir haben die Institutionen noch nicht. Und mein letzter Punkt, deswegen ist es für die Politik in Anführungszeichen, also für alle politisch Aktiven, auch schwierig, da wirklich 100% zu sagen, okay, und wir gehen in die 100% Förderung hinein, weil wir ja noch Menschen aus Syrien, aus dem Irak hier haben, die dann die Gerechtigkeitsfrage stellen, völlig zu Recht. Warum, ob es dann Geflüchtete erster und zweiter Klasse gibt. In diesem Spannungsfeld müssen wir agieren. Ich war vor kurzem Gast bei einer kommunalen Fraktion, bei deren Haushaltsberatung. Ich war der nächste Punkt, da waren die noch nicht fertig. Die haben darüber diskutiert, ob sie in ihrer Musikschule ein Programm haben, weil es gibt auch Musiklehrerinnen, sind ja vor allem Frauen geflohen. Es gibt viele Kinder aus der Ukraine, die ein Instrument spielen, das weiterlernen, ob sie dann ein Programm aufbauen, speziell auf Ukrainisch oder Russisch für die Ukrainer. Und die Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, nein. Weil dann gibt es einen ziemlichen Ärger mit den Arabischsprachigen. Auch das muss man wahrnehmen. Ich persönlich bin soweit zu sagen, wenn wir schon die Massenstromrichtlinie aktiviert haben, dann ist es auch tatsächlich so, dass wir Geflüchtete erster und zweiter Klasse haben. Damit müssen wir umgehen. Aber das in einer sehr egalitär orientierten deutschen Gesellschaft auch nur laut auszusprechen, ist nicht unproblematisch. Deswegen auch da, wir werden tun, was uns möglich ist im gegebenen politischen Klima. An der Bürokratie wird es ganz sicher nicht scheitern. Und es ist nicht so, dass Baden-Württemberg kurz vor dem finanziellen Ruin stünde. Das heißt, wir werden da mehr als nur eine symbolische Summe entbehren können. Aber was es konkret sein wird, da fahren wir auf Sicht. Ja, vielen Dank, Herr Jukow. Jetzt gibt es hier noch eine Wortmeldung auf dem Podium. Also find es sehr gut, was Sie also den Kontext, in die, da gerade auch aufgemacht haben. Und das ist ja auch der Kontext, in dem wir arbeiten. Also wenn es um die Kulturszenen geht, wie setzen die sich mit diesem Thema auseinander, ist ja genau das, dass wir natürlich auch die Aufgabe sehen,
sehr, auf sehr unterschiedliche Weise und in sehr unterschiedlichen politischen Fragestellungen letzten Endes auch wiederum das einzubetten in kulturelle Zusammenhänge und damit auch wieder eine Kommunikationsstraße zu öffnen Richtung Publikum und Richtung Gesellschaft. Also das heißt, politische Fragen künstlerisch verarbeiten, um es jetzt auf einen kurzen Nenner zu bringen. Und das betrifft natürlich uns weiterhin nicht nur im osteuropäischen und ukrainischen Kontext, sondern überhaupt. Und das ist eine große Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Aber da gibt es eben auch, das geht jetzt eigentlich an die Adresse aller Kulturschaffenden hier, man muss nicht nur nach Programmen, die ukrainische KünstlerInnen fördern, schielen. Also es gibt ja wirklich sehr viele Programme für die freie Szene. Ich glaube, kein einziges unserer Projekte, die wir gemacht haben, und es waren wirklich viele jetzt in den letzten 2,5 Jahren, kam jetzt aus so einem Förderprogramm, speziell jetzt das Ukraine betrifft, sondern das sind halt Projekte, wie ich es vorher schon geschildert habe. Man bemüht sich da wirklich auf einer, mit seiner Neugierde auch auf einer kulturellen Ebene etwas zu entwickeln, was ja dann auch eine inhaltliche Keimzelle ist, künstlerisch etwas Neues zu finden. Das sind ja jetzt nicht nur Statui, das sind ja nicht nur Statiko oder wie heißt der Plural, die wir da definieren und zeigen und ausstellen wollen, sondern es geht ja eigentlich um eine Zusammenarbeit und von dort aus gemeinsam wohin zu gehen. Das ist eigentlich der Kern künstlerischer Arbeit. Und dafür, für diese künstlerische Arbeit, gibt es eigentlich Förderprogramme. Also wir haben über den Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg sehr viel gemacht, sowohl mit UkrainerInnen als auch mit BelarusInnen. Das ist jetzt das andere Thema. Aber das reine Fördern von so einem politisch motivierten Kontext, klar ist das endlich. Und es ist gut so, dass es endlich ist, weil das betrifft gar nicht, also wenn wir über Kultur reden, das betrifft gar nicht das Wesen der Kunst. Sondern, und es ist an uns, wir müssen anfangen zu integrieren und das zum Kernthema unserer künstlerischen Arbeit machen. Und damit stellt es aber nicht aus, sondern geht einen gemeinsamen Weg. Und insofern finde ich es auch wichtig, dass solche Programme eher groß denken und eher das Thema der Integration als solches denken und jetzt nicht spezifisch auf bestimmte Nationen dann fokussiert ist. Das ist jetzt aus meiner Perspektive formuliert. Vielen Dank, Frau Fischer. Von Ihnen weiß ich, dass Sie irgendwann wieder weiter müssen. Und zwar wollen. Zu einer belarussischen Podiumsdiskussion, die um 4 in der Rampe beginnt. Deswegen bin ich mit dem Auto da, blöderweise, und deswegen hatte ich das Problem vorher. Ja. Also in der Rampe diskutiert heute die belarussische Kulturszene. Und die muss ich auch aufs Podium. Dann wollen wir Sie nicht aufhalten, aber andererseits haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn Sie noch ein paar Minuten da sein können, ist gut. Ich würde gerne die Zeit, die wir noch haben, jetzt nutzen, falls es aus Ihrer Runde, aus dem Publikum Fragen gibt, dann haben Sie jetzt Gelegenheit, die zu stellen. Ich würde zu Ihnen kommen mit dem Mikrofon. Sie können Ihre Fragen stellen. Und wenn Sie direkt an Frau Fischer eine Frage haben, vielleicht, dass Sie die gleich stellen, weil die Frau Fischer dann irgendwann das Podium verlassen wird. Ansonsten, wenn Sie mögen, können Sie sich noch mit Fragen beteiligen. Sie haben viel gehört jetzt. Wir haben alle einen intensiven Tag, einen Vormittag und jetzt auch einen halben Nachmittag hinter uns. Fragen sind mit Sicherheit da. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, wenn Sie mögen. Ich würde gehen. Bleib du sitzen. Ah, okay. So, jetzt kann man mich hören. Also hallo zusammen in der Runde. Ich bin die Nadia Kajun und bin repräsentiere der ukrainische Verein hier in Stuttgart, der unterstützt Kultur und Sport. Und ich habe Sie gehört und ich überlege halt, ich sehe irgendwie so zwei Meinungen. Einerseits sagt Frau Fischer, wir können, wenn wir möchten, tun wir. Auf der anderen Seite sagen Sie, ja, man muss halt ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen. Und die Frage ist irgendwie, wie aus Ihrer Sicht, wie ein bisschen konkreter können wir so zusammenkommen? Ja? Weil wir überlegen gerade zum Beispiel, ich versuche mit anderen Freiwilligen in Stuttgart, einige sitzen hier, mit diesen Künstlern da, wirklich
sage ich mal, Unterstützung für unser Land zu leisten. Mir war immer wichtig, dass Ukraine wird bekannt nicht nur als Kriegsgebiet, Tschernobyl-Gebiet und sonst was, sondern ein Land mit sehr vielfältiger Kultur. Und wir respektieren genauso die anderen Kulturen. Vielleicht kann man das verbinden, weil zum Beispiel wir sind genauso im Gespräch mit Kollegen aus den Belarus, da aus Georgien übrigens auch. Und die alle sind willig, uns zu unterstützen. Ja? Deshalb sehe ich da, also wirklich, oder mit Kollegen aus Iran gab es auch. Ja? Und vielleicht haben Sie eine Idee, wo wir zusammen irgendwie was heute einfach ja, mit dem Thema weiterkommen können, weil ich finde, das Netzwerk und die Arbeit, die geleistet wurde von IFA, das ist enorm. Vielleicht ein bisschen so diesem, zum Beispiel, die Netzwerk geht weiter und wir können uns überlegen, ein Programm, was weiß ich, XY oder sowas. Ja? Oder wir haben zum Beispiel eine Plattform, wo alle zugreifen können und zum Beispiel diese Künstler gehen raus und wissen, da wird, oder es gibt so eine Webseite, wo kann man alle Kontakte irgendwie finden oder ich weiß nicht, sorry, wenn es zu lang war, aber irgendwie auf den Punkt zu bringen. Wollen wir vielleicht noch eine zweite Stimme, eine zweite Frage dazu nehmen? Can you speak English or Deutsch? Ukrainisch. Ah, okay. Tak. One moment. Meins reicht für gewöhnlich. Stimmt. Ich hab's vergessen. Danke. Ну, я стосовно спільно українського і німецького проєкту. Я вже зазначала в попередній бесіді, що я працюю в Сумському національному театрі драмато-музичної комедії артисткою-вокалісткою. Так, і маю таку можливість, дякую, приїздити в театр і там 2-3 неділі працювати. Хочу сказати, що наразі наш театр працює. Але я вже казала, як ми працюємо в бомбосховищі, при свічках, бо нема світла, нема тепла. І у нас є спільний проєкт з Польщею. Ми приїжджаємо на вивозимо деякі вистави, не такі великі по масштабу, бо звісно, що це повинно все бути оплачено. Так, і у мене така, ну, як то сказати, пропозиція, може, якщо можна зробити так, щоб у нас дуже великий репертуар. Репертуар різноманітний. І якщо можна буде приїздити до Німеччини з нашими виставами, нашим акторам. У нас є як музичні вистави, драматичні, концертні програми. Ну, ось так. Дякую. Vielen Dank. Das fühlte sich an, als seien Sie relativ direkt adressiert. Frau Fischer, ja. Wollen Sie darauf eingehen? Zweite Antwort zuerst. Hat sie aber den Kopfhörer schon auf? Ja, sie hat auf. Und eigentlich nimmt es beide Antworten zusammen, weil tatsächlich ist es, finde ich, schon wichtig, die kulturelle Zusammenarbeit wirklich auf der Kunstebene zu machen und nicht auf der Strukturebene. Also wir können immer Räume öffnen. Wir können immer sagen, zum Beispiel, wir arbeiten im Theaterhaus oder jetzt gehe ich gleich ins Theater Rampe. Und ich weiß, dass meine Kolleginnen vom Theater Rampe genau gleich denken wie ich. Wenn wir können, öffnen wir unsere Häuser und stellen Raum zur Verfügung. Und trotzdem glaube ich, dass das Problem und die Fragen nicht löst. Weil die Frage ist ja, wie entwickeln wir was Gemeinsames? Und dafür ist es eigentlich wichtig, nicht nur strukturell anzufragen, sondern wirklich auf der künstlerischen Ebene, so wie Sie es jetzt gerade gemacht haben. Also wo können wir
wirklich inhaltlich zusammenarbeiten. Und das ist dann wiederum unsere wichtige Aufgabe, ähnlich wie bei der Politik, die Rahmenbedingungen herzustellen, damit künstlerische Diskurse stattfinden können und aus einem Diskurs heraus dann auch eine inhaltliche künstlerische Zusammenarbeit stattfinden kann. Das finde ich einfach über diesen aktuellen Moment von, wir befinden uns mitten im Krieg und haben die Dringlichkeit, auch etwas zu zeigen, über diesen Moment hinaus eigentlich eine wichtige Zukunftsperspektive. Dass man, und zwar nicht wir ManagerInnen, sondern die KünstlerInnen selber wirklich in der Lage sind, dass wir dafür Räume und Strukturen ermöglichen, um aus einem Diskurs heraus etwas zu machen. Das ist natürlich was anderes, wenn man in der Ukraine produziert und dann irgendwo auftreten möchte. Und natürlich ist es auch weiterhin so, dass wir dafür unsere Häuser öffnen wollen. Also wir arbeiten zum Beispiel, gehe ich jetzt in die Rampe, ins Theater Rampe, da ist eine belarussische Theatergruppe, die auch dort noch zum Teil ist in Minsk, obwohl in Minsk man eigentlich fast gar nicht mehr frei arbeiten kann, also vor allem nicht frei aussprechen kann, was man denkt und möchte. Und die sind, vielleicht ist es das gleiche Theater in Polen, die sind im Nowy Teatr in Warschau sehr oft und veranstalten dort, weil in Polen ist ein Land, das wirklich seine Arme sehr, sehr weit aufmacht und einlädt. Und ich glaube auch, dass es da nochmal eine andere Neugierde und eine Selbstverständlichkeit auch von Publikum gibt, das sich dann auch anzuhören. Das ist bei uns viel schwieriger und deswegen finde ich, müssen wir das irgendwie hinkriegen, nicht nur unsere Häuser zu öffnen und dann in den Veranstaltungskalender reinschreiben, da ist was, sondern eben die Frage stellen, wie kommen wir inhaltlich an unser Publikum so ran, dass sich das inhaltlich auch in unser Kulturleben so integriert, dass jemand, der in die Oper geht, bei uns, dann auch Lust hat, zum Beispiel in eine Vorstellung von Ihnen zu kommen. Dafür habe ich nicht sofort eine Antwort. Das ist, glaube ich, dann auch sehr situativ abhängig. Also welches Projekt ist es und welcher künstlerische Kontext ist es und welche Menschen sprechen wir dafür an? Okay. Aber gut, also das kann man eigentlich nichts anderes machen, als vielen Menschen, vielen Kulturinstitutionen auch das Versprechen abnehmen oder so ein bisschen auch die Aufgabe in den Rucksack zu laden. Damit beschäftigen wir uns jetzt und das gehört jetzt einfach in unser Kulturleben hinein. Vielen Dank. Ich schaue jetzt doch ein bisschen auf die Zeit. Ich habe hier noch eine Wortmeldung, aber ganz untergehen sollte nicht, was Sie, Frau Kajun, ist es richtig, gesagt haben. Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie sozusagen Konkretes anregen wollen, vielleicht eine stärkere Vernetzung noch bis hin zu Adresslisten. Ich glaube, das würden wir mitnehmen, vielleicht auch ins Gespräch mit Frau Katschenko, wenn wir noch mal ein bisschen diese Veranstaltung nachbereiten, weil vielleicht können Sie uns da auch noch mal assistieren oder wir kommen noch mal auf Sie zu mit den Vorschlägen, die Sie jetzt haben. Dafür haben wir jetzt im Moment keinen Rahmen mehr, bitte da um Verständnis. Aber die Anregungen sind da und ich habe sie auch gehört. Bei Ihnen, die Sie sich jetzt noch zu Wort gemeldet haben, ganz hinten würde ich bitten, dass Sie sich möglichst kurz fassen mit Ihrer Frage oder mit Ihrem Anliegen. Ja, можу українську. Я мене звуть. І хай з Олександр Володарський, я драматург. Я живу зараз у Штутгарті, але я з Києва. Мої п'єси йдуть багато в Україні, в Одесі, в Києві, в Тернополі, в Черкасах. Ну, мені здається, що щоб це не було разовою такою акцією, яка була нещодавно у Штутгарті. Я був на цій виставі, там Олени Легошонковій, може видати просто якусь збірку українських п'єс, і щоб ця збірка потрапила до театрів у Німеччині. І тоді це, мені здається, це було практично, може не так вже і складно, але це був би крок до якоїсь праці спільної у театральному просторі. Дякую. Schöne Idee. Vielen Dank. Das ist eine schöne Anregung. Wir nehmen das auch mit auf.
Ich habe gerade ein bisschen drüber geguckt zur Frau Snerdanko, aber wir hören es bitte um Verständnis, dass wir mehr als diese Anregung aufzunehmen im Moment nicht tun können angesichts der knappen Zeit jetzt. Aber die Idee finde ich, glaube ich, ganz, ganz bezaubernd. Ein guter Gedanke. Wir achten ein bisschen auf die Zeit und soll ich? Ja, bitteschön. Ja, wir möchten dieses Podium schließen, nicht ohne Ihnen ganz herzlich zu danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch natürlich unserem Publikum, die Sie schon den ganzen Tag teilweise ausharren. Und Daniela Berg hat die Veranstaltung eröffnet und wir freuen uns sehr, dass sie auch zum Schluss nochmal sprechen wird und das nochmal zusammenführen und zum Ende bringen wird. Bitte schön. Bitte sehr um Entschuldigung, wenn ich mich jetzt den Weg mache, weil die fangen in 5 Minuten. Sie haben die nächste Veranstaltung. Tut mir sehr, sehr leid. Herzlichen Dank und danke, dass Sie da waren. Gutes nächstes Podium. Українська, так? Дякую за честь закривати цей неймовірно важливий захід. Ви знаєте, Німеччина від початку повномасштабного вторгнення була найконтроверсійнішим партнером нашим, найконтроверсійнішою країною-партнеркою з точки зору відношення до війни і до її якби причин. І всі ми пам'ятаємо німецьких інтелектуалів і їхні плести, і було б дуже багато таких критичних моментів. Kritische Augenblicke. Aber tatsächlich ist Deutschland der festeste Partner der Ukraine in Europa aus jeglicher Sicht. Deutschland liefert uns sehr wichtige Anlagen und Waffen. In dieser künstlerischen Veranstaltung spreche ich trotzdem über die Waffen. Denn Waffen, das ist das, was uns ermöglicht, nicht vernichtet zu werden. Und Deutschland ist der wichtigste Partner, trotz der zweifelhaften Erklärungen zu Beginn. Deutschland ist der größte Helfer für unsere Flüchtlinge. Sehr gastfreundlich werden unsere Menschen, unsere Kinder aufgenommen. Es wurde auch die Bürokratie angesprochen, wie schwierig diese Probleme mit der Bürokratie sein können, wie anstrengend die deutsche Bürokratie sein kann. Aber glauben Sie mir bitte, wenn man die Bürokratie in Deutschland mit alltäglichen Alarmen und mit täglichen Raketenbeschüssen vergleicht, dann ist es gar nichts. Also wenn man daran denkt, dass wir tagelang weder Strom noch Wärmeversorgung noch Wasserversorgung noch Kommunikationswege haben, dann ist die deutsche Bürokratie verglichen mit all diesen Lebensumständen einfach Paradies. Man hat natürlich Luft nach oben, man hat immer Luft nach oben, man kann immer Lebensbedingungen verbessern, aber glauben Sie mir bitte, Deutschland ist bereits der größte Partner der Ukraine von allen europäischen Ländern. Die künstlerische Front ist eine weitere Front. Ich freue mich, dass Ihnen dieses Zitat gefallen hat. Das Zitat ist alles, was zugunsten der Kultur hilft,
den Krieg entkräftigt. Und das ist gerade das, was ich heute wahrgenommen habe. Mir tat es aber leid, wie Frau Fischer heute ruhig über gemeinsame Auftritte von Ukrainern und Weißrussen vorgedrängt hat. Ich glaube, alle haben mittlerweile begriffen, dass es ein No-Go ist, Ukrainer und sogenannte gute Russen zu Veranstaltungen einzuladen. Es gibt natürlich sogenannte Russen. So, das sind Menschen, die es öffentlich zu machen, die es, ohne es öffentlich zu machen, helfen, entführte Ukrainer zurückzubringen. Es geht aber um die öffentlichkeitswirksame Auftritte von Ukrainern und Russen. Das signalisiert in Europa, das ist ein Zeichen dafür in Europa, dass dies ein Bürgerkrieg ist. Das verstehen Sie doch, oder? Was die Weißrussen angeht, so sind sie nicht so stark wie die Russen in diesen Krieg involviert. Die sind keine Terroristen. Aber vom Boden Weißrusslands werden MiG in die Luft geschickt und so werden auch Beschüsse ermöglicht. Wir wissen sehr gut, welche Signale sie herstellen und so weiter. 300 Wir haben zwar Weißrussen unterstützt, als in Weißrussland Demonstrationen stattgefunden haben. Weißrussland ist eine Konfliktpartei, eine Kriegspartei. Ich bitte daher jeden, daran zu denken, dass man keine Weißrussen und keine Ukrainer zu einer und derselben Veranstaltung einlädt. Denn das ist auch ein Signal dafür, dass dies ein Bürgerkrieg zwischen Brüdervölkern ist. Aber eigentlich ist alles gut. Das sind drei Brüdervölker. Das wird dann signalisiert. Und der letzte Nobel-Friedenspreis hat das vermittelt. Das ist eigentlich eine sehr koloniale Perspektive. Die sind alle im Osten der Ukraine aktiv, sind alle aktiv unterwegs. Alle drei Organisationen waren dieses Preises wert. Aber bitte nicht auf einmal. Man sollte uns nicht in einen Topf werfen. Wir brauchen keine Peace-Buildings-Maßnahmen dieser Art. Solange der Krieg dauert, gibt es keinen Raum für Peace-Building dieser Art. Und ich sehe, dass Deutschland beginnt, die Ukraine als Subjekt zu respektieren. Die Ukraine ist ein separates Land mit einer riesenlangen Geschichte, mit einer vielschichtigen Geschichte. Diese Geschichte wurde vor vielen Jahrhunderten oder im Laufe vieler Jahrhunderte von Russland vereinnahmt. Und nun sieht man, wie die Ukraine die eigene Kraft erlangt, indem man in Deutschland zum Beispiel versucht, der Ukraine Kunstprojekte anzubieten, die Zusammenarbeit mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern anzubieten und mit deutschen Künstlerinnen und Künstlern anzubieten. Ich hoffe sehr darauf, dass dies nicht aus dem Grund erfolgt, dass die Ukraine ein Opfer ist und dieses Opfer unterstützt werden muss, sondern weil die Ukraine ein tolles Land ist und viele sehr gute Künstlerinnen und Künstler hat. Wir sind keine Opfer, wir sind Heldinnen und Helden.
Und ich glaube, wir liefern ein gutes Vorbild, ein gutes Role Model für alle Länder der Welt. Deutschland ist ein toller Partner für uns, ein toller Verbündeter. Wir sind den Deutschen sehr dankbar. Und ich bin mir sicher, das Institut für Auslandsbeziehungen ist ein Akteur, der hilft, die richtige Bahn in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine einzuschlagen. Alle wissen wohl, wie die ukrainische Kunst und Kultur durch russische Raketen vernichtet wird. Alte Bauten, UNESCO-Kulturerbeobjekte und so weiter. Als ich heute diesen Vortrag gehalten habe, wurde ein kurzes Video aus Mariupol gezeigt. Da gab es diese Mosaiksteine, diese Mosaiken von Alla Gorska. Ich habe noch zwei Mosaiksteine, gelb in grün. Diese Mosaiksteine sind runtergefallen. Das ist das Einzige, was ich aus Mariupol mitgenommen habe. Ich glaube, man kann diese ganze Mosaik vernichten. Aber solange wir diese Mosaiksteine haben, werden wir das ganze Land aufbauen und die Ukraine noch besser machen. Die Ukraine ist vielleicht zersplittert und liegt in diesen Stücken, in Trümmern, in diesen Stücken. Aber wir werden später alles aufbauen. Und das Endprodukt wird noch schöner, noch bunter sein, dank unserer Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank an alle. Ich möchte noch um Folgendes bitten. Könnten wir ein gemeinsames Foto machen? Ich möchte ein Foto mit der ukrainischen Fahne machen. Ich möchte das in meinen sozialen Netzwerken veröffentlichen. Diese Solidarität ist von großer Bedeutung. Wenn die Ukrainer sehen, wie die internationale Öffentlichkeit uns unterstützt, inspiriert es wirklich. Wäre das möglich? Was glauben Sie? Ich denke, vielen Dank für das Schlusswort. Vielen Dank für dieses Schlusswort, Frau Berg. Und ich würde jetzt einfach gerne diese Runde abschließen, auch die Podiumsrunde abschließen. Ihnen nochmal herzlich danken, Frau Snerdanko, Herr Jukow. Ich denke, unser Verständnis von dieser Veranstaltung, jedenfalls von vorbereitenden Seite, ist, dass auch die Spannungen, die es durchaus gibt, die unterschiedlichen Akzentuierungen zur Sprache kommen können. Genau das zeichnet unsere Kultur aus. Und das hat ja auch seinen Platz. Und in diesem Rahmen danke ich Ihnen dann auch sehr, Frau Berg, für Ihr engagiertes, leidenschaftliches Schlusswort. Und wir machen jetzt, glaube ich, tatsächlich einen Punkt an diesem Teil der Veranstaltung. Die Einladung steht, die Aufforderung, noch ein Bild zu machen mit der ukrainischen Flagge. Ich bin jetzt so nüchtern und sage, was dann noch kommt, nämlich, dass es draußen noch mal Kaffee gibt, wenn Sie sich noch mal erfrischen wollen. Und anschließend in einer halben Stunde werden wir hier Musik hören. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen noch die Zeit haben und bleiben. Es lohnt sich mit Sicherheit. Es ist sehr spannende, interessante Musik und ein wunderbares Beispiel für die im besten Sinne heterogene Kultur der Ukraine. Eine Hip-Hop-Band, äthiopische Wurzeln, zwei Rapperinnen jüdischen Glaubens, die hier eine wirklich sehr anregende und auch tanzbare Musik veranstalten werden. Herzliche Einladung, noch zu bleiben. Ja, vielleicht nur auch das Schlusswort dahingehend, dass wir, wie ich ja auch eingangs sagte, dieses Thema weiter behandeln werden, mit dem IFA auch in Kontakt bleiben, uns freuen, gehört zu haben, dass es mit diesem Projekt dann auch hoffentlich weitergeht und auch die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Bad Boll, wo sehr vielschichtig der Ukraine-Konflikt oder der Krieg in der Ukraine bearbeitet wird.
ich kann Sie nur anregen, sozusagen sich diese Vielschichtigkeit auch gerne anzuschauen, mit uns in Kontakt zu bleiben und uns hoffentlich wiederzusehen. Dankeschön.